Natürlich. Suchen den Vulkan von Dr. Case und Dr. Oloy errichtete Forschungsstation. Der Navigation gestört. Verwenden Sie zur Ortung der Forschungsbasis bitte die manuelle Steuerung. Ja, muss ich das nicht sowieso? Hat das Ding einen Autopiloten? Egal, wir nehmen auf jeden Fall hier drüben mal mit, was wir kriegen können. Wahrscheinlich wieder ein bisschen Platin, nehme ich an. Diesmal müssen wir ausnahmsweise nichts sammeln. Oh Gott, was ist denn das hier? Bleib mal schön hier drauf. Am besten auf den Steinen, die nicht wegbrechen. Das wäre schön. Das würde ich mir wünschen. So, ein bisschen Iridium für zwischendurch. Was haben wir hier? Platin, oder? Nein, noch mehr Iridium. Mensch, hier gibt es ja richtig viel. Verrückt. So, aber, na gut, die Beträge sind halt nicht so groß, ne? Drüben bei der anderen Mission haben wir immer 1250 Platin auf einmal bekommen. Hier sind es halt bloß 250. Welches davon jetzt genau, welches Hindernis? Oh, hier ist der Eingang, alles klar. Und wir verlassen die Hämmer tatsächlich mal, oder den Hämmer, was weiß ich. So. Zeit zum Gav klatschen. Gibt's hier unten noch was? Nö, das ist bloß die Hämmer. Der Hämmer, das Hämmer. Keine Ahnung. Sieht hübsch aus hier. Lass den Berg mal noch ganz so lange wir drin sind. Das fände ich schön. Würde ich bevorzugen. Das sieht doch aus, als ob hier gleich ein Kampf startet, oder? Bonjour. Je m'appelle Rudra. Et je suis le killer de. Le jour. Du jour. Was weiß ich. Was quatsch ich hier eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Okay, die gehören zusammen. Das zu dem. Das nicht zu dem, sondern zu diesem. Okay. Was ist das denn hier? Ich bin verwirrt, hier sind so viele Räume. Ich blick nicht durch. Ich hatte recht. Diese Station war eine Art Karte, die zum Hauptteil der proteanischen Ruinen führt. Dr. Oloy und ich sind uns einig, dass das um jeden Preis ein Geheimnis bleiben muss. Okay. Ich lasse nicht zu, dass so etwas wie Eden Prime noch einmal passiert. Die Geth, die Reaper, sie alle, sie müssen aufgehalten werden. Durchaus richtig, aber was hat das mit den proteanischen Ruinen zu tun? Schauen wir mal. Habe ich nicht gesagt, lass das Ding noch ganz so lange ich drin bin? Was soll der Mist? Nö, ich guck mich jetzt hier noch um. Könnte vergessen. Log für Dr. Case Nummer 2. Dieser höllische Planet ist eine Sternenkarte, die zu einer proteanischen Fundstätte von immenser Bedeutung führt. Dr. Oloy und ich haben nur wenige Stunden, um so viel wie möglich zu bergen, bevor die Bedingungen so gefährlich werden, dass wir abbrechen müssen. Wir haben zu spät herausgefunden, dass unser Energieraster die vulkanische Instabilität verstärkt. Wenn wir nur mehr Zeit zur Untersuchung hätten. Ich bin sicher, dass hier der Schlüssel zu allen Geheimnissen liegt. Zu allen, verfluchter Planet. Gut. Dann schauen wir uns doch einfach noch ein bisschen um. Zum Beispiel hier drin waren wir noch gar nicht. Wo kommen wir hier hin? Und noch ein bisschen Iridium. Na klar, warum nicht? Mehr nicht. Das ist alles. Ich bin jetzt für Iridium hierher gekommen. Das ist lame. Ich hatte jetzt irgendwie echt ein kleines bisschen mehr erwartet. Dafür habe ich jetzt extra hier rumgehackt. Naja, was soll's. Welche Computerkonsole? Ach, die hier kann ich untersuchen. Ja gut, das hatten wir ja schon. Aber hier drüben war, glaube ich, auch noch was, was wir uns anhören konnten. Wartet mal, lasst mal ganz bitte. Ich will mich hier noch umschauen. Log von Dr. Case Nummer 1. Wir haben unter dem Vulkan eine Fundstätte von immenser Bedeutung entdeckt. Das unkalkulierbare Terrain macht die Beschaffung jedweder Daten höchst riskant. Merken wir gerade. So, noch mal Credits her. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Was soll schon passieren? Was kann schon schief gehen? Wir haben noch unseren Hammer. Der wird uns schon rausbringen.
Und wenn nicht, weist er uns wieder freundlich darauf hin, dass wir in der Lava stecken. Was wir garantiert nicht schon selbst merken dann. Okay, raus hier. Lass mich raten, es stürzt alles zusammen und ich muss jetzt auf den abstürzenden Felsen herumflitschen. Genau das, was ich nicht wollte. Ich sehe es doch schon. Hochgekommen. Garantiert. Auf jeden Fall könnten sie mal mit diesem Gerumpel aufhören. Man sieht ja gar nichts. Hey, aber das hier nehmen wir noch mit, das Iridium. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das bleibt hier nicht liegen. Oh, 1500 sogar. Wow. Okay. Bislang ist es ja noch relativ gechillt. Noch bricht nichts zusammen. Oh Gott. Alter, was war das? Das war gemein. Ich konnte gerade nicht... Das war unfair. Wegen diesem blöden Geruckel hat er nicht seinen Sprung gemacht, obwohl ich es gedrückt habe. Das ist ja gemein. Das heißt, ich muss dieses Geruckel abwarten, um danach erst springen zu können? Warum? Was hat das für einen Sinn? Das verstehe ich nicht. Na gut, von mir aus. Das hätte man aber ein bisschen überdenken können. Also ich habe definitiv gedrückt. Es ist nicht so, als ob ich da jetzt einfach ohne Sprung zu drücken lang gerast wäre. Sehr komisch. Was soll's? Oh, ja. Frontalkollision mit der Wand, was soll's? Kann man mal machen, halt. Passiert schon nichts. Oh, der springt tatsächlich nicht, wenn es so ruckelt. Ist ja komisch. Äußerst, äußerst merkwürdig. So. Das gefällt mir nicht. Lass mal von hier verschwinden. Ist vielleicht besser so. So, muss jetzt... Ja, lass mal das Gerumpel durchgehen. So, und jetzt hoffe ich doch, dass du den Sprung auch machst. Ja, dankeschön. Natürlich direkt vom Ausgang gescheitert gerade. Ist ja logisch. Sanfte Rückkehr. Wunderbar, Daten der Forschungsstation sichergestellt, Aufenthaltsort von Dr. Case gefunden, Einsatzgruppe erfolgreich aus dem Vulkan ausgeflogen. Na Mensch, das heißt, theoretisch müsste jetzt ein neues Ziel dazugekommen sein, vermute ich mal so, für das Projekt Feuergänger, aber wir machen erstmal noch die GEF-Aktivität da, die schon vorher zur Verfügung stand, als Mission. So, gucken wir mal. Erstmal wieder zurück zum Massenportal. Und dann werden wir wohl gleich sehen, ob da noch ein neues Ziel dazugekommen ist jetzt. Ich meine, theoretisch müssen wir auch Dr. Oloy noch finden. War ja jetzt nur von Dr. Case die Rede, ne? So, hier ist GEF-Überfall und proteanische Ruine, genau. Wir gehen zuerst zum GEF-Überfall. Hat sich hier im Phönixhaufen jetzt ein neues System aufgetan, oder wie? Tatsächlich. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ist ja eine Sauerei. Das System hatte ich schon soweit durchsucht. Jetzt ist es wieder undurchsucht. Gemein. So eine Gemeinheit. Ich habe eine Anomalie geortet. Gut. Da ist er auch schon. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Planetenscans haben Signale von Sensorkapseln empfangen, die auf der Oberfläche zurückgelassen wurden. Die Kapseln enthalten möglicherweise wertvolle Daten. Warnung, Oberflächentemperatur ist extrem niedrig. Empfehle dem Hammer, so wenig wie möglich der Kälte auszusetzen. Okay, haben wir es jetzt mal andersrum. Während wir die ganze Zeit auf Lava unterwegs waren, müssen wir jetzt durch die Kälte machen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, das geht ein bisschen besser als gerade eben mit der Lava. Selbes Team wie vorher. Vielleicht müssen wir ja diesmal kämpfen. Wer weiß. Es könnte ja mal passieren. So, auf jeden Fall los. Und wieder rein in den Hammer.
Hier sieht's lauschig aus. Warnung. Längeres Verweilen in extremen Temperaturen kann die Maschinenleistung reduzieren. Missionsziele geortet. So. Okay, sammeln wir das mal. Daten zur Atmosphäre erhalten. Maschinentemperatur stabilisiert sich. Aha, also wenn wir die Dinger sammeln, dann steigt auch wieder die Temperatur. Das heißt, es ist sozusagen ein Spiel gegen die Zeit. Wunderschön. Ich frage mich übrigens auch... Maschinentemperatur fällt. Ja, ich weiß, es ist kalt. Das war mir schon vorher bekannt. Das Ding ist auch total zugeeist, ne? Ich frage mich auch, warum Cerberus sich schon vorher dran gedacht hat, uns so ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Ein Landefahrzeug. Denn vorher hatten wir ja keins. Das haben wir ja jetzt erst zufällig gefunden eigentlich. Bisschen merkwürdig. Wo sie doch sonst dann alles immer denken und uns jedweder Ausrüstung zur Verfügung stellen? Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ich weiß, es wird kalt. Hindernis geortet. Gut, ach, das siehst du mal, geht auch unser Eispanzer immer wieder weg von der Achtung, Außenhaut. Maschinentemperatur fällt. Wenn wir die Maschinentemperatur wieder stabilisieren. Hindernis geortet. So, ist ja an sich nicht das Problem. Also wenn das jetzt alles ist, dann mache ich mir keine großen Sorgen, ehrlich gesagt. So, machen wir gleich mal drüben auf der erhöhten Stelle lang. So, was haben wir denn hier Lustiges? Oh, ich bin nicht drauf? Seltsam. Hindernis geortet. Blöd wird's nur, wenn wir mal eins verpassen. Denn ich glaube, nochmal zurückfahren ist schwierig. Hindernis geortet. So, noch drei. Geht ja vorwärts. Bislang ganz easy peasy die Mission. Ich weiß bloß nicht, was das hier mit Gef-Aktivität zu tun hatte. Oder mit Gef-Überfall. Ich weiß gar nicht mehr, was da stand. Hindernis geortet. Egal. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Ach, hier geht's durch. Was? Warum ist es jetzt so schnell gefallen? Alarm. Temperatur des Maschinenkerns ist auf kritisches Niveau gefallen. Ja, ich weiß. Warum? Unmittelbar bevorstehend. Oha. Achtung. Oh, jetzt geht's mal wieder hoch. Fällt. Wenn wir zwischendurch eine kurze Stabilisierung wieder gehabt. Ja, ich suche ja schon das letzte. Ah, davon ist es. Temperatur des Maschinenkerns ist auf kritischem. Reicht das? Ja, das reicht. Komm schon. Ausfall unmittelbar bevorstehend. Hindernis geortet. Ah, das müsste es gewesen sein. Ja. Das war knapp. Das war äußerst knapp. Hui. Das muss ich nicht nochmal haben. Das fiel dann aber auf einmal doch recht schnell, muss ich sagen, ne? Ich glaube, da haben sie eine Weile zu tun mit dem Eiskratzer. Wunderbar. Datenbeschafft von 10 Knoten. Das ist irgendwie alles, was wir hier erfahren. In Ordnung. Gut, bleibt nur noch eine Sache zu machen, nämlich die proteanischen Ruinen zu durchsuchen. Ich weiß nicht, inwiefern das uns jetzt gerade weitergebracht hat. Also, ich weiß auch nicht, was wir hier eigentlich sammeln. Aber der Unbekannte wird es schon wissen. Also es wird schon irgendeinen Grund haben, dass wir das hier tun. Ich glaube, das war auch eins der ersten DLCs, die sie gemacht haben. Das wirkt noch so ein bisschen unausgegoren auf mich. Naja, was soll's. Kann ja nicht jedes DLC von epischer Natur sein, wie das jetzt bei Ankunft oder beim Shadow Broker war, wo man echt das Gefühl hatte, da hat man einen richtigen Endkampf und einen Storybogen, den man wirklich verfolgt dabei. Ist auch, glaube ich, wirklich ein kleineres DLC. Also, ich glaube, Ankunft und Shadow Broker sind schon die größeren dabei. Sind schon die größten eigentlich. So, ich tank mal kurz nach, bevor wir hier weitermachen. Sieht ja doch nicht mehr so gut aus und ich brauch's nicht, dass wir jetzt auf halbem Wege dann wieder umdrehen müssen, weil wir keinen Sprit mehr haben. Wäre blöd. Okay, aber die proteanische Ruine ist auch gleich nebenan, also so viel hätten wir gar nicht gebraucht dafür. Gut, auf nach Kopis. Und ich nehme mal an, ach, das ist gar kein Planet, das ist ein Mond bloß. Ich nehme mal an, das ist dann ich wohl... Ich habe eine Anomalie geortet. Die Endstation für uns, ja, oder für dieses Quest, für diesen DLC. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Proteanische Artefakte auf der Planetenoberfläche geortet. Artefaktstätte wird von starker Energiebarriere geschützt. Scans haben stillgelegte mechanische Signaturen registriert, die zu versteckten automatischen Verteidigungsmechanismen passen. Versteckten. Okay, los geht's. Landen wir mal und schauen mal, ob wir Dr. Case finden können.
Vielleicht auch noch Dr. Oloy, wenn es gut kommt. Wäre schön. Aber muss nicht. Also von mir aus auch gar niemand. Solange wir irgendwie eine Story erhalten. So, vielleicht erfahren wir ja diesmal ein bisschen mehr. Bisher wissen wir ja immer noch nicht allzu viel. Außer, dass sie eine proteanische Ausgrabungsstätte gefunden haben. Das ist aber auch schon so ziemlich alles. Gut, bei Miranda gehen wir mal auf die Überlastung. Und wählen die Bereichsüberlastung. So, alles klar. In den Hammer, wie immer. Und los geht's. Okay, alle Generatoren zerstören, damit wir die Barriere klein kriegen. Kein Ding. Die Strippen sind ja mehr als hell leuchtend. Also, ich glaube, die Dinger zu finden sollte nicht das Problem werden. Oh, jetzt mal ein Schuss, dann ist es schon vorbei. Ist ja niedlich. Huch. Nebenbei mal wieder noch ein bisschen Goodies einsammeln. Weil wir es können. Oh, E-Zero, das ist freundlich. So, ist ja auch niedlich, was sie uns hier als Feinde entgegenwerfen. Ich mache das mal hier oben weiter. Ich weiß, da unten haben wir noch was zum Einsammeln. Aber das kann auch gerade noch warten. Ich muss erstmal ein paar Drohnen aus dem Weg räumen. So, außerdem haben wir ja auch noch was zum Sammeln. Wunderbar. Der Weg ist frei. Ansonsten ist hier nichts mehr in der Ecke, okay? Stärke der kinetischen Barriere verringert. Dann können wir jetzt auch runtergehen und sammeln. Ach Mist, das war nix. Neuer Versuch. Steig, wie du noch nie gestiegen bist. So, hat gerade so gereicht. So, kommen noch mehr Drohnen? Nö. Haben alle keinen Bock heute. Ich glaube, ich würde auch im Versteck bleiben. Ich glaube, ich hätte auch keinen Bock, mich von dem Ding zu plump schießen zu lassen. So, ich weiß, da unten war gerade schon unser Dingens, unser letzter Generator, aber ich will ja gerade noch ein bisschen sammeln. Daneben! Wo schießt du eigentlich hin? Schießt souverän dazwischendurch. Kein Wunder, dass die nicht tot gehen. So. Halt. Feinde. 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 Ach da. So, hier ist uns aber auch nichts mehr. Okay. Wunderbar. Die Barriere ist hinüber. Und dann suchen wir uns mal den Eingang. Schluss mit Hammer Time. Jetzt wird wieder was zu Fuß erledigt. So, gehen wir doch mal auf die... Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Gehen wir doch mal auf die Suche nach Dr. Case. Vielleicht erfahren wir ja mehr in diesem Datenbett. Die Fundstätte ist spektakulär. Wie sich jetzt zeigt, ist unser wahrer Feind die Zeit. Trotz der zum Schutz der Ausgrabungsstätte angeheuerten Blue Suns, konnten wir den Schild gerade noch aktivieren, bevor die Gäfe aufgetaucht sind. Woher wissen sie über unsere Aktionen fast früher Bescheid als wir selbst? Schicke ich etwa meine Gedanken direkt zu ihnen? Ich muss herausfinden, wie sie das bewerkstelligen. Ich werde Dr. Oloy fragen, ob er mir dabei irgendwie behilflich sein kann. Okay. Aber wenn ich schon wieder Blue Suns lese, dann heißt das nichts Gutes. Okay, man kann sie, glaube ich, nicht treffen. Wobei, vielleicht sind die Blue Suns ja auch einfach alle schon draufgegangen gegen die Gen. Könnte auch sein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es hier ein bisschen beunruhigend laut, oder? Dieses Vibrieren kommt doch bestimmt wieder von irgendeinem Artefakt. Ich sehe es doch schon kommen. Und das ist dann wieder indoktrinierend und das ist wieder gar nicht gut.
Reapern indoktriniert worden sein. Ach, siehste mal. Ich habe ihn ertappt, als er unsere Daten an ein Geth-Schiff geschickt hat. Ich werde an einem weiteren Geth-Angriff, einem zweiten Eden Prime, nicht schuld sein. Ich habe Oloy zum Schweigen gebracht. Endgültig. Sympathisch. Und ich sag's gerade noch, von wegen Indoktrination, ne? Und da haben wir es auch schon, das ist bloß das Tagebuch. Ich bin gerade die ganze Zeit verwirrt, weil hier immer wieder was Blaues auftaucht oben. So, das heißt, ich glaube, auch unser Freund wird mittlerweile wohl indoktriniert sein und wir werden ihn dann wohl auch ausschalten. Das ist wertvoll. Oh, schön, biotischer Schaden, ist immer gut. Es ist zu spät für mich. Sie sind noch immer in meinem Kopf und stehlen meine Gedanken. Ich kann sie nicht vertreiben. Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Relikt zerstören. Und mich selbst. Okay, aber er scheint es ja noch nicht geschafft zu haben. Oh, mal wieder das Spielchen. Das haben wir schon eine Weile nicht mehr gehabt jetzt. Das ist mir ehrlich gesagt lieber als das andere. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ist aber auch irgendwie bequemer, ich weiß auch nicht. Viel gechillter. Oh! Ja, sowas kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Da haben wir... Da sollte ich vielleicht nicht gerade reinhören. Da haben wir ja auch schon mal eine proteanische Ruine, ein proteanisches Artefakt von ähnlicher Natur gesehen. Damals hatten wir von der Konsortin einen Anhänger erhalten, den wir dann an der proteanischen Ruine eingesetzt haben. Und da haben wir dann Visionen aus der Urzeit der Menschen gehabt, als sie noch im Steinzeitalter waren. Dr. Case würde die Vereinbarung nie verstehen, die ich mit den Kollektoren getroffen habe. Er ist besessen von diesen Proteanern. Er würde für ihre Geheimnisse alles opfern. Es hat mich beinahe mein Leben gekostet, aber ich habe es für dich getan, Herr, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Die verdammten Kollektoren waren einverstanden, nur Austausch gegen diesen proteanischen Fund deine Kolonien zu verschonen. Ich kann nur hoffen, dass du von all diesen schrecklichen Vorkommnissen verschont geblieben bist. Es war alles für dich. Dr. Robert Oloy. Aha, das war also der Grund. Na gut, dann schauen wir uns das Ding mal an. Den Unheilsbringer. Und Dr. Case muss auch irgendwo in der Nähe sein. Na toll, das ist kaputt gemacht, du blöde Kuh. Ups. Ist irgendwie klein geworden, kann das sein? Forschungsstation von Dr. Case gefunden. Proteanisches Artefakt sichergestellt. In Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wo Dr. Case dabei war, aber ist mir recht. Ich hoffe aber mal, sagt mir jetzt nicht, dass dieses Ding auf der Normandy bleibt. Ich will, dass das wegkommt. Das bleibt mir nicht auf dem Schiff. Ich will mich hier nicht indoktrinieren lassen. Kannst du vergessen. Wobei wir ja gerade erfahren haben, so direkt indoktriniert wurde Dr. Oloy ja nicht, sondern er hat ja eher einen Deal geschlossen, freiwillig, weil er Angst hatte, dass seine Familie bedroht wird. So, gibt's jetzt noch mehr, was wir an Quests hier machen können, oder wie sieht das aus? Hier ist jetzt auf jeden Fall erstmal nichts. Aber so richtig vorbei scheint es ja noch nicht zu sein, oder? Wäre zumindest ein bisschen enttäuschend. Naja, schauen wir mal. Irgendwo wird schon noch was sein. Nein. Ich glaube, das war es tatsächlich schon. Gut, dann scheint Dr. Case sich offenbar umgebracht zu haben. Hat aber wohl, wie es scheint, vergessen, auch das Artefakt zu zerstören. Oder hat es nicht hingekriegt? Ich weiß es nicht. Also wir sehen das Feuergänger-DLC. Ja, das ist so... Lala. Ist halt mal so nett für zwischendurch, aber es gibt durchaus bessere, schönere DLCs.